Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute macht cool, heute gucken wir uns einen Campinggrill an und wie der aussieht und was der wieder funktioniert, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, im Hintergrund sieht man schon, ich bin hier auf dem Campingplatz und nicht im Grillstudio. Und ja, Campingplatz heißt natürlich auch ein Campinggrill. Und ich habe jetzt hier ganz neu den Porter Chef 320. Den seht ihr jetzt von unten, weil es gar nicht so schlecht ist, dass man den von unten sieht. Weil der hat nämlich hier gleich die Füße. Die muss man nämlich nachher montieren, um direkt zu betreiben. Und der hat eine Fettschale drunter, das finde ich super. Da hat die kurze Gefühl, endlich hört mal jemand auf mich. Und na, Frau Rosnehmen im Kopf schütteln kann, du hörst auch manchmal auf mich. Endlich hört mal jemand auf mich, weil der Alte hat nämlich keine Fettschale drunter. Der hat jetzt eine Fettschale drunter. Das finde ich sehr, sehr schön. Gerade wenn du ihn auf der Terrasse betreiben willst, hast du nicht mehr die Fettspritzer drunter, sondern alle schick, so wie sich das gehört. Also nicht nur beim Camping, sondern auch auf der Terrasse. Hier unten sehen wir schon nochmal die Füße, die sind eingeklipst. Das heißt, du nimmst hier raus, haben hier so einen kleinen Ratscher. Und dann, na, der ist mir schon wieder verrutscht, oder? Verbogen. Ist verrutscht? Ne, andersrum. Ist nicht verrutscht, da ist er. Sieht nämlich von der anderen Seite fast genauso aus. Und nimmst sie raus und steckst ihn praktisch gleich hier unten drin. Und machst das mit alle Viere. Hier unten ist noch der Druckminderer festgeklemmt, dass der nicht sinnlos rumbamselt beim Transport. Ganz cool. Und jetzt stellen wir ihn einfach auf. So, und schon steht die Maschine und jetzt zieht man hier an der Seite so die Sicherungsbolzen raus. Die sind dazu da, dass die Klappe nicht aufgeht. Gehen mal rechts, gehen mal links und öffnet die Haube. Ja, wenn man die Haube öffnet, sieht man, er hat einen schönen Griff dran. Auch sehr schön abgesetzt auf der Seite. Da nicht, ist im Original vorhanden. Aber ich, Faulpelz, habe die Schraube nicht richtig angezogen. Und da hat sich die gelockert. Und ich habe die Schraube wieder gefunden, aber nicht das Ding. Das ist irgendwo in den Tiefen des Wohnmobils einfach verloren gegangen. Ich stehe manchmal da, bis der zweite Sieger, das kommt vor. Dann haben wir an der Seite die Klapptische, das ist super. Immer rechts hochklappen, den mal links hochklappen und Gasflasche anschließen. Ja, wenn man die Gasflasche anschließt, merkt man auch schon, wo er seine Grenzen hat. Also das ist jetzt kein Grill, den man jetzt zwingend irgendwie sich unter den Arm klemmt und als Herrenhandtasche mal mit an See nimmt, weil du musst halt immer noch eine Gasflasche mitschleppen. Und ja, auch bei der kleinen 5 Kilo Flasche hast du auf der einen Seite den hier und auf der anderen Seite ja, die Gasflasche. Das macht sich nicht schön. Der ist eher was, so wie ich jetzt hier zum Camping mit, um Wohnwagen, Wohnmobil mitzunehmen, wo er nicht viel Platz wegnimmt, aber du einen vollwertigen Grill hast. Weil wenn wir uns den mal jetzt im Detail angucken, hier oben direkt auf der Grillfläche, sehen wir schon, wir haben hier richtig Platz. Wir haben hier nicht wie früher so einen Dual-Tube-Brenner drin, sondern wir haben 1, 2, 3 davon drin. Haben hier Flavor-Waves wie bei den großen Grills. Wir haben einen etwas abgespeckten Grillrost aus Großrost. Der ist ja bei den großen bräuchigen Grills einfach viel massiver. Aber hier hat man einfach den ein bisschen schmaler gemacht. Natürlich vermutlich irgendwo, um Gewicht für den Transport zu sparen. Da muss man irgendwo ran. Wir haben auch den Ablagerost hier oben. Der ist auch ein bisschen vom Material her dünner, als man jetzt zum Beispiel von der Baron-Klasse oder von der Monarch-Klasse irgendwo gewöhnt ist. Da sind die doch ein bisschen wertiger und da ist hier ein bisschen schmaler. Was natürlich schön ist, wir haben hier drei Brenner. Und das ist natürlich für einen Campinggrill sensationell gut, weil wir dadurch natürlich vernünftig indirekt grillen können. Wir können also ihn rechts anmachen, ihn links anmachen oder bloß auf einer Seite ihn anmachen und haben schönen indirekten Platz. Können oben nochmal ablegen und ja, Platz ist natürlich beim Grillen nur durch noch mehr Platz zu ersetzen, ähnlich wie die Leistung von dem Grill. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar werden wir die mal anschmeißen, Gasflasche aufdrehen und werden mal hier einen Brenner zünden. Hm, wo kommt er? Da ist er. So, läuft. Ich drehe den Brenner mal auf kleinste Stufe, mache den Deckel runter. Hier ist der Thermometer und dann warte ich einfach mal, bei wie viel Grad der innerhalb der nächsten 20 Minuten ankommt. Ja, nach 20 Minuten zeigt ja so ungefähr hier 110 Grad an, steigt jetzt auch nicht wirklich weiter. Ja, wir haben Außentemperaturen gerade so, ich sag mal so 27 Grad schwülwarmes Wetter, also wird der wohl zum Low und Slow relativ gut geeignet sein, wenn ich so sehe. Aber jetzt wollen wir den nochmal richtig hochfahren. Und dann denke ich, jetzt zünden die anderen Brenner alle. Dann rufen sie und fahren die alle mal hoch und gucken, was der als Vollgas kann. Und wenn wir Vollgas drauf haben, dann ja, schmeißen wir ein obligatorisches Würstchen oben drauf. Ja, weil wenn das schon mal heiß ist, kann man auch mal grillen mit. Wie zündest du den Grill eigentlich? Was ist denn das? Achso, ja, das ist so eine Zündung, da ist eine Batterie hinter. Und da kann man so drauf drücken.
Hier oben das ganze Gerät, wenn man sich das mal ankickt, ist auch aus massiv gegossenem Aluguss. Ja, Aluguss ist, glaube ich, immer gegossen. Ne? Ja, macht einen ganz wertigen Eindruck. Wir haben hier auch so ein bisschen rechts so einen kleinen Haken dran und links einen Haken für die Zange. Ja, würde ich sagen, jetzt für einen richtigen Balkongrill würde ich sagen, wäre mir das ein bisschen wenig, auch von den Ablagegrößen, aber man muss ja mal sagen, das ist ja unterwegs. Preislich kann man auch sagen, 399 Euro kostet der Apparillo. Das ist jetzt kein Schnapper, ist aber, glaube ich, auch nichts, was einen jetzt völlig um Schlaf bringt. Gerade wenn man sieht, dass man eine schöne Deckelhöhe hat, wo man auch mal ein Bierhühnchen oder so hinkriegt. Ja? Also ist ja nicht nur so ein Grill, den eine. Also, weil ich. Kann ja kein Fazit sagen, aber. Aber da passt tatsächlich ein Bierhühnchen. Da passt ein Bierhühnchen drin. Guck mal hier, von da bis da oben, da kriegst du also, wenn du das schick stellst, na zwei hintereinander, wird knapp. Also, eins ganz sicher oder zwei, halb nebeneinander, doch zwei kriegst du drauf. Da kannst du jetzt wie Bierhühnchen auf dem Campingplatz mit versenken. Ja, da machst du schon mal Freunde mit. Also, es gibt echt dümmere Alternativen. Ihr fällt mir bis jetzt sehr gut, aber wie gesagt, ich will noch kein Fazit von mir geben. Ja, wir lassen ihn jetzt mal hochheizen. Ihr habt ja gesehen, der ist schon benutzt und. Ich weiß ja, worauf der Ding ausläuft, aber hier noch nicht. Selbst ein kleinen Schnitt müsst ihr noch warten. Dann werden wir auf die Höchsttemperatur warten. Kicken wir uns jetzt mal Typenschild an. Siehst du wieder 50 Millibar. Hergestellt in Waterloo, Kanada. Also ja, schön soweit. Und hier unten sehen wir schon mal, wir haben 6 kW Heizleistung. Mal 1,36 hat man die PS-Zahl. Also knapp 10 PS. Ich muss sagen, ich habe schon schwächere Mopeds gesehen. Und 436 Gramm. Bei Volllast pro Stunde, also 436 Gramm Gas. Ja. Heißt also, wenn ihr eine 5 Kilo Flasche habt und lasst das Ding unter Volllast laufen, dann habt ihr sportliche 10 Stunden Vollgas damit. Und nach 10 Stunden so ein Grill unter Volllast laufen lassen, das machst du eigentlich kaum. Also muss sagen, damit kommst du eigentlich relativ weit. Ja, nach einer Viertelstunde ist eine Reiseflughöhe von 350 Grad erreicht. Also ich sag mal, mehr als so ein Grill an sich braucht. Könnte man jetzt da theoretisch auch eine Pizza drauf machen? Ja, ja, also ab 270, 300 Grad kann man Pizza machen. Also hier einen Pizzastein drauf sollte gut funktionieren. Was so ein bisschen fehlt, ist dann wahrscheinlich die Oberhitze. Weil du von unten noch Saft dran kriegst, dann musst du den mittleren Brenner kleinstellen. Da sollst du immer noch so knapp um die 300 Grad da oben rankriegen. Wird jetzt nicht so eine Blitzpizza wie so einen richtig großen Gasgrillmonster. Aber sollte vernünftig funktionieren. Aber jetzt ist der Klassiker dran, und zwar meine Wurst. Die packen wir auf. Oh, süß. Süß, wa? Sie sahen fast jetzt verloren aus. Mhm. Ich habe letztens schon in den Pizzaofen eine Wurst gemacht. Da haben sich alle sehr gefreut. Und dann dachte ich, mache ich das heute wieder. Guck mal, qualmt gleich los, wa? Jetzt stehe ich da. Das macht die tollsten Sachen. Das Berg aus allem drum und jetzt stehe ich daneben und guck, wie eine Wurst qualmt. Oh, der, ja, weil das Camping. Dieses Camping. Der Gussrost, muss man sagen, der ist jetzt wahrscheinlich vollkommen überhitzt. Wenn wir jetzt den drehen, werden wir wahrscheinlich gleich braun bis schwarze Streifen dran haben. Siehst du? Also. Da siehst du schon, da ist richtig Energie drin. Und war jetzt ungeschnitten, da einfach aufgepackt. Also, wenn du da jetzt Nackensteaks drauf machst, dann ist die Flamme natürlich gleich hoch. Also, den kann man ruhig mal mit ein bisschen weniger Gas. Also, den kannst du ruhig ein bisschen runterstellen und darauf grillen. Schön ist auch wieder ein Bräuchchen, wir haben diesen Kamineffekt nicht. Und ja, du kannst praktisch den Deckel offen lassen und musst den mal zumachen. Gerade beim Camping oder so ist ja cool, dass mal Freunde daneben sitzen. Manchmal ist es besser, wenn du den zu hast, dann klaut dir keiner was runter. Aber ja, kannst dich was offen lassen, kannst du mal so aus dem Augenwinkel nach deinem Grill gut gucken. Also, das gefällt mir schon recht gut. Jetzt legen wir die immer quer noch. Wie ist die hier? Brenning auf der Seite. Legen wir mal hier immer links darüber. Wie lange dauert der Zucker, bis der wieder total abgekühlt ist? Gut, das müsste man jetzt mal stoppen. Aber ich würde so schätzen, so eine Stunde solltest du mal vorsichtig mal einplanen. Weil der ist innen echt brutal heiß. Also kannst du mal nach einer halben Stunde schon mal anfassen, da ist er schon meistens nur noch sehr, sehr warm. Nach einer Stunde kannst du ihn einpacken. Das Schöne ist ja, im Prinzip, da ist ja nicht mehr drin, was brennt. Also es ist ja nicht wie ein Holzkohlegrill, wo du irgendwelche Glutreste drin hast, sondern ist ja nur die Gasbrenner, also bloß heiße Metall da unten drin. Und wenn der aus ist, ist er aus. Dann kann man natürlich immer noch selber einpacken, dass man so Kunststoffteile oder so irgendwo rannehmen. Also von daher, gib dem eine Stunde Zeit, bevor du ihn einpackst. Dann sollte nicht mehr hin und am besten wirklich alles immer so ganz vorsichtig anfassen, ob das alles so im sauberen Bereich ist. Die mal normal unsere Wurst. Da wird es schon ein bisschen dicker. Was ist da oben ein bisschen angegrillt? Ich leg's mal nach oben, mach mal den Deckel zu. Da oben Wurst steht auf und naja, frisch vom Grill. Rinn in die hohle Birne. Wahrscheinlich verbrenne ich mir den Mund. In der Weg. Na, viel verbrennt er sich den Mund. Mm. Ja.
Eine ehrliche Wurst, ehrlicher Grill kann man machen. Ja, Fazit zu dem Gerät. Was soll ich dazu sagen? Ist das eine Weiterentwicklung zu dem 120er, also zu dem Vorgänger? Muss ich sagen, definitiv ja. Klar, ist um einige teurer. Aber ich finde die Features, also oben gerade mit dem unten der Unterbau, wie man zusammensteckt, ist viel einfacher geworden, als das bei dem ersten war. Da war das immer so ein bisschen lummelig, da sind die so ein bisschen rumgefallen manchmal, die Füße. Die sind jetzt viel sicherer. Drei Brenner ist klar erheblich besser als der Einbrenner-Grill, weil man, ich habe euch das ja gezeigt, verschiedene Zonen sich einrichten kann. Das ist super. Die Tische, die war bei dem anderen immer so zum Anstecken irgendwie, die hat man immer irgendwo rumfahren gehabt und die waren irgendwo, ja, nicht da, wo du sie brauchtest, hier sind sie fest dran. Finde ich alt in allem ein sehr gelungenes Gerät, gefällt mir gut. Ist jetzt nichts, was du dir wirklich mal hinten aufs Fahrrad schnallst und mal losfährst, sondern immer was, wo du praktisch ein Auto dabei hast, also einen Wohnwagen, entweder einen Campingbus, Wohnmobil oder irgendwie so. Oder vielleicht auch in der Zwischenzeit als Zweitgrill auf dem Balkon oder auf der Terrasse durchaus vielleicht auch eine Überlegung wert. Ich finde 399 Euro ist eine. Ist jetzt kein Schnapper, aber fällt halt auch nicht rückwärts um, wenn du so einen Preis hörst. Gerade im Grillbereich sind das ja schon Beträge, wo man sagen muss, dafür einen Dreibrenner-Grill zu kriegen, der ordentlich funktioniert, ist schon in Ordnung. Kann man damit letztendlich wirklich vier Personen mit verköstigen? Ja, oder? Ja, locker. Locker. Also kriegst du vier Personen. Jupe satt, wenn du natürlich nicht nur eine Wurst drauf machst. Ja, also ich würde sagen, schaut mal bei eurem Grillfachhändler vorbei. Guckt euch den oder andere mal aus der Nähe an. Gibt ja auch noch andere Campinggrills. Ich glaube, ich habe schon mal 1 oder 2 bei mir auf dem Kanal vorgestellt. Oder nicht? Nee, habe ich nicht. Habe ich? Wenn dem so ist, ich habe fast 500 Videos, meine Frau verlinkt die unten drunter, die sucht die raus. Wenn sie es nicht wieder vergisst. Wenn sie es nicht wieder vergisst. Ansonsten freue ich mich, wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es mal wieder nur mit einer Wurst war. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Feins grillen, Barbecue. Macht's gut. Und ich esse jetzt eine Wurst. Freue mich.